Gut, dass ich selbst Spaß dabei habe. Die Röhren, soll jetzt dein, ich erzähl's jetzt nicht. Ich erzähl jetzt nichts von Röhren. Ja, so, Röhren. Wenn man in eine Röhre zum Beispiel reingeht, dann kommt man an der gleichen Stelle wieder raus. Was, boah, jetzt habe ich total gerade den Faden verloren schon wieder, Entschuldigung. Im Vergleich zu den anderen Mario-Spielen kommt man nämlich dann immer an verschiedenen Orten, also an einer anderen Röhre raus. Hier ist es allerdings so, dass man immer aus der gleichen rauskommt. Oh nein, was für ein Hass ich gegen dieses Spiel gerade aufbringe. Immer wenn es wichtig wird. Tja. Ist ein Unterschied, oder zum Beispiel, ja, eben das mit den ganzen Ausgängen. Oh. Es gibt nicht so wie sonst üblich die Fahnen. Oder eben so, ich sag mal, ein Tor, wo du irgendwas gegen irgendwas springen musst. Was ist denn hier eigentlich los, sag einmal? So oft bin ich ja, glaube ich, in den letzten 15 Jahren noch nie gestorben. Ja, sondern hier gibt es jetzt zwei Ausgänge, wie ihr schon gesehen habt. Der obere. Vielleicht soll ich nochmal neu anfangen, was für eine beschissene erste Aufnahme. Ja, der untere Ausgang ist jetzt zum Beispiel einfach, um ins nächste Level zu kommen, und der obere Ausgang bringt euch in einen sogenannten Bonusbereich, wo ihr eben Leben kriegen könnt, oder eben diese Superblume. Das sind so... Oh! Da ist er ja schon! Ja, ich wollte eigentlich noch was zu der Hi-Yoi-Ho. So heißt er nämlich hier, diese Steinstatue, die mit bösen Steinchen wirft. Ja, das war jetzt wohl mehr als einfach. Wobei ich früher echt Probleme mit dem Gegner hatte. Ach mein Gott, da war mein Kind. Und jetzt habe ich sie endlich, die Daisy. Ich habe sie endlich, war schön mit euch. Ich bin froh, dass ich sie endlich gerettet habe. Und was ist das? Eigentlich keine überraschende Wendung im dritten Akt, wenn es 4 Level gibt. tja, und plötzlich, wo wir fertig sind, sind wir auch schon in der vierten Welt und sitzen plötzlich im... Ah ne, wir sitzen... Doch, wir sitzen oder wir springen, hüpfen, wie auch immer, im chinesischen Reich in der Welt Chai. Und hier gibt es die Gegner, die man... Die ersten Gegner, die man durch blankes... draufspringen nicht töten kann. Man kann sie nur mit diesen Superbällen töten. Sind wahnsinnig nervig. Oh, habe ich früher schon gehasst wie die Pest. Mag ich auch heute immer noch nicht. Ich mag die Welt aber alleine wegen der Mucke schon. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so die nächsten paar Minuten das Maul halten. Das ist eigentlich besser so. Spiel ich auch besser. Nein, nichts. Schluss, aus. Okay, nur noch ein Leben. Jetzt sollte ich vielleicht langsam mal anfangen, mich zu konzentrieren. Das mache ich jetzt deswegen, damit ich hier ein Level Up kriege. Ein Level Up, ein Bonusleben natürlich. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es wäre auch sehr schön, wenn ihr das einfach kommentarlos lasst, was ich hier mache. Ich sage nämlich auch schon gar nichts mehr. Das ist echt unfassbar. Boah. Gibt's das, ey. Nee, aber ich mag diese Welt eigentlich so vom Spielen her eigentlich überhaupt nicht, weil ich echt Probleme damit habe. Ich weiß nicht warum. Oh. The Goomba. Entschuldigung. Chibi-Boss.
voll schlecht. Ach, Hazard. Auf geht's. Ui, das war sehr knapp. Bloß kein Mist bauen. Sehr schön. Was sind das hier eigentlich für Viecher? Das ist echt merkwürdig. Ja, ich weiß nicht, ich versuche irgendwie die ganze Zeit schon einen Zusammenhang zu finden zwischen dem Endboss und, nein, gibt's das? Warum passiert mir denn das jetzt? Und dieser chinesischen Welt, ich weiß es nicht, was hat der damit eigentlich zu tun? So, jetzt ist immer sehr, sehr interessant, manchmal kann man über die Blöcke einfach drüber rennen und manchmal fällt man runter. Ich habe bis heute nie herausgefunden, wann das so ist, deswegen bin ich jetzt einfach mal gehüpft, weil ich jetzt ganz dringend ein paar Leben brauche. Obwohl ich ja nur noch jetzt mit der letzten Welt, mit der nächsten Welt Probleme habe. Danach ist das eigentlich alles hier ziemlich einfach. So. Und wieder geht's weiter in den chinesischen Bergen. Ja, und jetzt, sollte es. Ich glaube, das war's mit meiner Let's Play-Karriere direkt mal. Kann echt nicht sein, dass ich so viel Mist baue. Ui. Naja. So, super Fail. Na, war ja klar. Nee, das kann jetzt. Das bringt mir mal überhaupt nicht. Ah, super, jetzt fange ich da hinten an. Ich wollte eigentlich nochmal den scheiß Pilz sammeln. Das ist so der Nachteil an diesen Self-Speicherständen. Oh ja, das ist aber auch wieder so einer, der eigentlich überhaupt nichts bringt, weil du so viel Zeit verlierst auf diesen scheiß Dingern hier. Darf das wahr sein? Also, keine Ahnung, juhu. Das stelle ich mir als äußerst nervig vor. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich hier echt so viel Mist baue. Oh nein, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Boom, explodierende Coop. Da sieht man mal, dass man selbst... Und jetzt ist das wieder so eine Scheiße. Da kann man eigentlich drüber rennen, aber eigentlich auch nicht. Soll ich es mal riskieren? Nein, das ist mein letztes Leben. Was meine ich da? Aber ich habe ja noch Credit, aber trotzdem. Rennen oder nicht rennen? Ich renne jetzt. Yeah! Geil! Hat einfach mal geklappt, da freut man sich. War auch echt wichtig. Und damit habe ich es jetzt auch endlich geschafft. Ich hasse dieses Level gerade so sehr. Und es klappt sogar nochmal. Ja, Risiko! Fetter Scheiß. So. Und jetzt sind wir auch schon in der letzten Welt und damit mehr oder weniger schon fast zum Ende meines Let's Plays gekommen. Aber ist ganz gut. Ich habe es zwar wahnsinnig oft verkackt, aber ich schaffe es dann Gott sei Dank doch noch in 2 Videos. Und jetzt sitzen wir im Skypop. Ja, ich weiß, wahnsinnig innovativ, das Unterwassermobil Marinepop zu nennen und das Skypop. Finde ich auch. Und ja, es ist das Prinzip ist gleich zu dem von der Unterwasserwelt. Einfach nur die ganze Zeit ballern, ballern, ballern und schauen, dass einen nichts erwischt. Mich sollte wirklich nichts erwischen. Ich sehe gerade nochmal, ich habe 0 Leben, aber normalerweise, ich bin jetzt einfach mal übermütig. Nein, aber habe ich ja schon. Ich sterbe in dieser Welt nie. Aber das hätte ich jetzt trotzdem noch ganz gut gebrauchen können für den Fall, dass ich aufgrund meiner Konzentration doch noch missbaue. Aber ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass ich diese Scheißwelt drauf habe. Auch wenn ich die ganze Zeit nur Blödsinn habe. Ja, ich glaube, ansonsten habe ich zu diesem Spiel alles erzählt. Wurde ein riesen Welthit. Hat den Gameboy damals geprägt, quasi zum Erfolg auch geführt. Wurde 18 Millionen Mal verkauft, das Spiel. Meiner Meinung nach absolut zu Recht. Und auch heute immer noch eingerannt für einen kurzweiligen Spaß, wenn einmal eben langweilig ist. Denn das Spiel unterhält wirklich, finde ich. Oh, da ist es, das Leben. Ja, ab 100 Münzen bekommt man nämlich ein extra Leben, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte.
und wir nähern uns Tatanga. Bevor Tatanga kommt, haben wir aber noch einen kleinen anderen Boss, nämlich Björkinton. Das ist eine Wolke, die einen überhaupt nicht angreift. Sie schießt quasi nur diese komischen Vögel, die man jetzt hier immer so gesehen hat. Macht aber ansonsten gar nichts außer blöd rumfliegen, wie Wolken halt so sind. Genau, und jetzt geht mein Zimmer auch noch kaputt. Sehr schön. So, und jetzt haben wir hier noch die Fäuste, die es im Übrigen in späteren Spielen auch nie mehr gab. Die sind kein Problem für uns. Und da ist Björkinton. Und den müssen wir einfach nur stumpf totballern. Kein Problem für uns. Und da ist er! Tatanga! Und der, meine Güte, der war damals fucking schwer. Ich bin so oft an ihm gescheitert, weil diesen Kugeln auszuweichen als kleines Kind wirklich schwierig ist. Ja, heute ist es natürlich kein Problem. Ich habe es damals nur geschafft, wenn ich klein war. Also ich habe mich quasi absichtlich klein machen lassen. Weil ich dann mich gerne an eine Stelle gestellt habe, wo er nie hinschießt. Das gibt es tatsächlich. Und dann ist es kein Problem. Und scheiße, wir haben es geschafft. Tatanga ist tot. Und wir fliegen mit dem Skypop zur Daisy. Und fuck yeah, diesmal ist es wirklich Daisy. Ist das nicht schön? Your quest is over. So, ich würde sagen, ab in die Flitterwochen, oder? Tja, wie heißt das Ding jetzt? Sucht euch was aus. Hauptsache es poppt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, das war mein allererstes Let's Play, das war Super Mario Land für den Game Boy. Und ja, ich lasse den Abspann jetzt einfach mal durchlaufen, und zwar im Schnelldurchgang, denn der dauert nämlich wirklich lange. Ja, bis zu meinem nächsten Let's Play, ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, das ist das Ende, haut rein.